Guten Morgen! Morgen! Für die GEMA mal die Musik ausmachen. Die sind ja gar nicht mehr so dahinterher, ne? Also nicht mal so ganz schlimm, dass die Videos dann gesperrt werden. So. Ja, heute letzter Tag auf dem Alpenglühen und heute kein Training für den DSV-Skilehrer, sondern wir dachten, wir machen mal wieder ein bisschen was für euch. Ich werde heute mal verschiedene Skimodelle testen und die dann in einem gesonderten Video bewerten, meine Meinung kundtun und ja, vielleicht hilft es euch ja. Jetzt fahren wir erstmal zur Halle hoch, leihen uns die Materialien aus und dann geht's ab auf die Piste. Genau. I could float on, I'd be fine on my own. No ties to pull me back and forth. But I like the way you move me. Eins, zwei, drei. Drei Skier ausgesucht, drei Pisten-Ski, Race Carver. Einmal den IFP Pro in 1,75, Salomon X-Ray G5 SW Sandwich-Bauweise 1,75 und den Hero Masters M18 heißt der, glaube ich, ne? Irgendwie so. Ja. M18, auch in 1,75er Länge werde ich jetzt testen. Dazu gibt es dann ein gesondertes Video. Und ich habe heute Morgen zwei Videos produziert. Einmal habe ich einen Cheat-Test gemacht zu Race-Carvern, iSpeed Pro, Rosignol Hero Masters M18 und Salomon X-Race GSSW. Und danach habe ich noch einen On-Mountain-Cheat-Test gemacht mit dem K2 Iconic 80 Ti, dem Atomic Vantage X80 CTI und dem Head iTitan. Jetzt bin ich ordentlich durch, ich habe eben mal ein bisschen geschlafen, gerade einen Kaffee reingezogen und jetzt arbeite ich hier noch ein bisschen. Ich habe sehr, sehr viel zu tun, sehr viel Struggle, muss ordentlich Gas geben, noch ein bisschen was für die Uni zu tun und auch arbeitsmäßig für den DSV-Skilehrer brauche ich noch mehr Feedback und ja, da muss ich jetzt Gas geben. Bin aber auch schon ganz schön kaputt, deswegen jetzt noch mal ein bisschen die Kräfte mobilisieren und noch mal Gas geben und dann muss ich sehen, dass ich jetzt meine Kräfte wieder smart einteile, sodass ich nicht vor die Hunde komme. Aber wird schon. Kriegen wir schon alles hin. Solange man es frühzeitig merkt und dann reagiert, ist ja alles positiv. Okay, ich gehe jetzt mal hier in den Hustle. So, hab jetzt viel geschafft. Wir haben jetzt 19.14 Uhr. Ja, gute 6 Stunden gearbeitet, jetzt packen, essen und dann geht's zurück nach Innsbruck und morgen geht's dann nach Deutschland. Ja, mega stressig alles. Jetzt eben alles packen und dann auf zum Essen. Ich hoffe, dass der Marius dann auch noch gleich kommt, der ist noch oben am Drehen für Intersport, dass wir dann auch bald loskommen. Essen war tipptopp und jetzt noch die letzten Sachen packen und dann geht's zurück nach Innsbruck. Marius, wie war das Hotel? Ja, ganz gut. Also, Essen war echt gut, ne? Ja. Schönes Salatbuffet, der Raum war groß genug. War ordentlich. Außer das Internet. Internet war ein Fail, Essen war okay. Natürlich, das Essen vorher war. Ja, war besser. Ja, also man wurde satt und war schon ein gutes Hotel. Okay, ja. Ja, auch sehr gute Lage hier direkt am Gamsleiten 1, also nicht genau. So, nicht verkehrt auf jeden Fall. Genau. 10er K-Hotel. Sika, ich meine jetzt auch Sika. 10er K-Hotel. Damit ihr auch weißt, über welches Hotel wir überhaupt sprechen. Auto packen und dann geht's nach Innsbruck. Ooh, 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 ooh.
Ja, wieder daheim, da ist der Kalender. Hier ist das große Ziel der DSV Skilehrer. Wir sind jetzt schon hier. Wir haben jetzt schon nach 0 Uhr. Heute ist der 1. April. Und ja, ihr kennt das Gesetz. Auf jeden Gipfel folgt ein Tal, auf jeden Berg folgt ein Tal. Ich hätte da echt einen Highlight-Tag mit Maria Höfel-Riesch und Red Bull. Und jetzt muss natürlich hier die Arbeit in den Vordergrund, es müssen Ziele erreicht werden. Und ja, das erfordert sehr viel Hingabe, sehr viel Durchhaltsvermögen, weil es gibt auch Rückschläge, genauso wie bei jedem anderen Menschen ist das bei mir genauso. Manchmal denke ich auch, dass ich besonders tief, dass ich es besonders hart abbekomme, aber ist vielleicht auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Bin momentan sehr im Hustle. Hab jetzt versucht, das mit dem Alpenglühen zu kombinieren, irgendwie alles, aber merke, okay, boah, es war jetzt schon hammerhart, wenig geschlafen, sehr, sehr viel gearbeitet, viel Ski gefahren, das geht an die Substanz. Habe ich mir so ausgesucht, will ich mich jetzt auch nicht drüber beklagen, muss man vielleicht beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen smarter machen. Hilft alles nichts, werde jetzt weitermachen, werde jetzt erstmal gut schlafen, vielleicht mal 9 Stunden und dann sieht die Welt morgen schon wieder anders aus. Ich wünsche dir noch einen extrem schönen Tag. Wir haben das Ziel vor Augen, DSV Skilehrer, noch. Hier ist die erste Prüfung vermutlich, Dienstag, noch 18 Tage out. Here we go.